Hallo, liebe Leute, wir machen heute eine Schulübung, wo ihr sehr, sehr, sehr viel aufschreiben müsst. Und zwar schreibt ihr mal eben eine Schulübung und das heutige Datum und dann schreibt ihr als Überschrift Zufallsvariable und Wahrscheinlichkeitsverteilung. Es geht weiter mit unserem Wiederholungskurs zum Thema Wahrscheinlichkeit. Das Ganze erkläre ich euch jetzt mit Hilfe eines Beispiels. Ein Zufallsversuch wird durchgeführt und zwar wird mit zwei Würfeln geworfen. Die Würfel haben jeweils sechs Möglichkeiten, also es sind ganz normale Würfeln. Alle Versuchsausgänge bilden den Grundraum, der wird immer abgekürzt mit einem Omega. Omega ist gleich. Also ich kann entweder würfeln 1, 1 oder 1, 2 oder 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6 oder 2, 1, 2, 2 und so weiter und so fort bis 6, 6. In Summe sind das 36 mögliche Ereignisse in diesem Grundraum. Die Zufallsvariable, die mich interessiert, ist die Augensumme der beiden Würfel. Der Wert der Zufallsvariable kann sein, also wenn ich das zusammenzähle jeweils, zum Beispiel 2 oder hier 3, 4 und so weiter und das höchste ist 12, weil was Größeres als 2 Sechser kann ich nicht würfeln. Und jetzt schauen wir uns an, was ist eine Wahrscheinlichkeitsverteilung? Die Wahrscheinlichkeitsverteilung, da gibt man immer die Wahrscheinlichkeit an für die jeweilige Zufallsvariable. Also zum Beispiel, wenn ich die Augensumme 2 gewürfelt habe, dann habe ich ja nur die Möglichkeit, 1, 1 gewürfelt zu haben. Also ist das einer von 36 möglichen Versuchsausgängen. Also ist die Wahrscheinlichkeit dafür ein 36. Habe ich die Augensumme 3 geworfen, gibt es drei Möglichkeiten. Entweder ich würfel 2, 1 oder 1, 2. Entschuldigung, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder 2, 1 oder 1, 2. Das heißt, 2 von 36 Möglichkeiten, also 2 36. Habe ich die Augensumme 4, gibt es aber jetzt wirklich drei Möglichkeiten, nämlich entweder würfel ich 1, 3 oder 2, 2 oder 3, 1. Drei Möglichkeiten, ja? Also 3 36. Und so kann ich mir das der Reihe nach durch überlegen für alle Augensummen. Ich habe das da jetzt schon weiter ausgefüllt, aber um das soll es jetzt nicht gehen primär. Ich sollte es anhand dessen nur mal wiederholen. Und man schreibt das dann so auf, das ist die formal richtige Schreibweise, für die Augensumme ist 2, ist die Wahrscheinlichkeit 1 36. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsvariable 3 ist, also die Augensumme 3 ist, ist 2 36 und so weiter. Ja? Gut, da die Zufallsvariable bei diesem Beispiel nur ganzzahlige Werte annehmen kann, spricht man von einer diskreten Zufallsvariable, heißt halt so. Ja? So, und jetzt schauen wir uns noch an, was die Verteilungsfunktion ist. Die gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass die Zufallsvariable höchstens eine bestimmte natürliche Zahl erreicht. Höchstens bedeutet bis zu dieser Zahl. Also ich habe das hier, das Beispiel. Die Zufallsvariable ist kleiner gleich 3. So, jetzt gibt es, welche Möglichkeiten gibt es? Ja, es kann entweder die Zufallsvariable den Wert 0 annehmen oder den Wert 1 oder den Wert 2 oder den Wert 3. Okay, und jetzt schauen wir uns das bei diesem Beispiel an. Die Augensumme kann eigentlich nie, also kann nie 0 oder 1 sein. Das kommt hier nicht vor. Also ist die Wahrscheinlichkeit dafür mal 0. Dass die Augensumme 2 ist, ist die Wahrscheinlichkeit 1 36. Und dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Augensumme 3 ist, haben wir da oben bestimmt, ist 2 36. Das heißt, in Summe kommt dann raus, bei der Verteilungsfunktion ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Augensumme höchstens 3 beträgt, ist 3 36. Ja, schreibt das bitte alles ins Schulübungsheft und geht das gedanklich ein paar Mal durch. Danke euch, tschüss.